Hallo und herzlich willkommen zum Supergraben, die dritte Staffel schon. Und wir haben das Konzept ein bisschen umgestellt für diese Ausgabe. Wir haben unsere Zuschauer und Zuschauerinnen gefragt, was mögt ihr am liebsten am Supergraben? Interviews, Spiele, Live-Auftritte, natürlich alles. Und deswegen kombinieren wir heute alles zusammen und machen hier eine kleine Supergraben-Olympiade. Dafür haben wir wieder fantastische Gästinnen und Gäste zu Besuch. Begrüßen wir doch direkt unseren ersten Gast, Flamingos. Gefällt es dir im Studio? Wir haben extra ganz viele Flamingos aufgestellt für dich. Ich wollte schon sagen, ihr habt sie aber nicht für mich aufgestellt, sie sind immer da, ne? Aber hab mir schon gedacht, ganz viele Flamingos, okay. Ja, super. Extra für dich. Flamingos, du beschreibst deine Musik als queeren Deutsch-Pop und dann auch Dance-Pop. Und hast dich auch damit beschäftigt, mit dem Männlichkeitsbild im Deutschpop. Das finde ich ja total spannend. Was ist da so rausgekommen und was ist dafür das queere Männlichkeitsbild? Oder was willst du dem entgegenstellen? Also genau, ich betitel meine Musik als queeren Dance und Deutschpop und beschäftige mich viel mit dem Konstrukt Männlichkeit. Also zu gucken, was ist Männlichkeit überhaupt und das losgelöst zu betrachten von dem Biologischen, sondern wie wird das im Alltag hergestellt, durch welche Handlungen erfolgt das und wie wird es dann in der Musik reproduziert oder dargestellt und dass man auch erkennen kann, Männlichkeit kann sich auch wegentwickeln oder fortentwickeln von einem rein patriarchalen Bild, sondern es gibt ganz viele verschiedene Facetten, also Thema Toleranz und queere Männlichkeit. Wie sichtbar ist das schon im Deutschpop? Und da gibt es auf jeden Fall eine Vielfalt an Sachen, sowohl im Indie- als auch im Mainstream-Bereich. Ich habe mich mehr so auf den Mainstream-Bereich gestürzt und geguckt, was findet man denn so bei den Songs, die so im Radio laufen. Und zum Beispiel gibt es ein Video, in dem eine Drag Queen dargestellt wird, wie sie sich fertig macht für die Bühne und zur Show. Und das ist auf jeden Fall ein queerer Ansatz in deutschsprachiger Popmusik. Genau. Super, ja, super wichtiges und interessantes Thema auch. Wir reden gleich auch noch mehr über deine Musik. Ja. Aber jetzt begrüßen wir unsere zweiten Gäste und Gästinnen für heute, Jessie und Chris von After the Riot. Hallo. Hallo. Tachchen. Wie geht's euch? Supi. Ich bin so aufgeregt, aber ich freue mich. Ja, nicht nur du. Wie habt ihr die Corona-Zeit so überstanden? Wie war's? Sehr niederschmetternd, teilweise, muss man sagen. Wer uns kennt, weiß, wir waren mal zu viert, wir sind jetzt zu zweit. Ja. Allerdings schauen wir sehr positiv in die Zukunft, würde ich sagen. Da schließe ich mich komplett an, ja. Denn aufgeben ist keine Option. Wir hören später auch noch ein Lied von euch, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also von euch beiden, beziehungsweise alle dreien. Das wird schön. Aber bevor es dazu geht, spielen wir jetzt erstmal ein Spiel. Ja, genau, ein Spiel. Habt ihr Bock? Auf jeden Fall. Yes! Genau, also wir spielen drei Runden. Ich erkläre, wie jede Runde geht. Und es ist natürlich das Ziel zu gewinnen. Also, das erste Spiel. Vorstellung extrem heißt es. Und ihr habt eine Minute Zeit, euch vorzustellen und unseren Zuschauern und Zuschauerinnen zu zeigen oder darzustellen, wer ihr so seid. Aber, da es extrem heißt, gibt es ein Hindernis. Ihr bekommt ein Wort, das müsst ihr so oft wie möglich in euren Vorstellungstext einbauen. Keine Sorge, es hat mit eurer Musik zu tun, aber es ist ein bisschen Schwierigkeit. Genau, und wer das Wort öfter einbaut, der gewinnt. Soweit so klar? Jo. Auf jeden Fall. Dann freue ich mich sehr. Flamingos, geht los mit dir. Dein Wort ist Lockdown. Lockdown, okay. Also, mein Name ist Flamingos und ich mache, wie wir gerade schon gesagt haben, queeren Dance und Deutschpop und arbeite gerade an meiner EP. Ich habe bisher noch keine EP veröffentlicht, das ist die erste, aber letztes Jahr kam ein Song raus, der heißt Lockdown Lover und den habe ich geschrieben im zweiten Lockdown tatsächlich, als ich relativ neu in Berlin war. Ich komme eigentlich aus Bayern und ich bin zwei Tage vor dem ersten Lockdown 2020 nach Berlin gezogen und das ist natürlich eine interessante Erfahrung, wenn man sich in dieser Stadt im Lockdown zurechtfinden muss und ich dachte mir, okay, ich schreibe einen Song darüber,
Liebe auf Zeit zu finden, willst du mein Lockdown-Lover sein? Das war quasi der Titel. Und jetzt bin ich aber an der EP dran. Die kommt im Juli raus. Und die erste Single kommt jetzt Ende Mai. Und ich freue mich sehr darauf, dass nach dieser Lockdown-Zeit endlich Musik kommt. Und ich euch meine Tracks zeigen kann, wie auch heute. Fantastisch. Vielen Dank. Sogar 3 Sekunden früher aufgehört. Und du hast 6-mal das Wort Lockdown benutzt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich gucke in die Regie. Ja, es war richtig, 6-mal. Wunderbar. Könnt ihr das toppen? Mal schauen, ob das wir das sehen. Flamingos hat gut vorgelegt. Okay, und euer Wort ist Emo. Okay, hi, wir sind Jessie und Chris von After the Riot. Man sieht schon an mir, ich war in der Emo-Zeit damals ganz vorne mit dabei und Emo ist auch immer noch ein Thema in unserer Musik, denn wir beschreiben uns als Emo, Alternative und Punkband. Emotionalität und Emo ist in jedem unserer Songs ganz vorne mit dabei. Ich würde auch sagen, Emo ist nicht gestorben, auch wenn sich all die Bands schon aufgelöst haben. Mittlerweile haben sich manche Emo-Bands auch wieder zusammengefunden. Und was machen wir so? Wir machen, habe ich gerade schon gesagt, wir machen Emo Alternative Punk und jetzt fällt mir keine Assoziation mehr ein zu Emo. Auf jeden Fall hat mein bester Freund damals schon gesagt, dass ich Emo war, als wir uns kennengelernt haben. Da kannte ich das Wort noch gar nicht. Und mein lieber Bassist und Freund hier neben mir war damals voll gegen Emo und ich konnte ihn davon überzeugen, dass Emo eben doch eine ganz tolle Musikrichtung ist. Ja. Perfekt, auch 3 Sekunden vorher. Und ihr habt natürlich den Vogel abgeschossen. 11-mal, wenn ich mich nicht verschissen habe. 12-mal. Regie sagt 12-mal Emo benutzt. Herzlichen Glückwunsch. Damit geht die erste Runde an euch. Ich finde Emo auch super. Deswegen, jeder, der was gegen Emo sagt, hat keinen Musikgeschmack. So, soll jetzt. Sein. Wer ja. ist denn gegen Emotionen? Sind wir mal ehrlich, oder? Also. Ja, voll. Gut, ja, Flamingos, tut mir leid, aber die erste Runde, kein leider. Problem. Aber du hast noch 2 Runden Zeit, um aufzuholen. Das nächste Spiel, das wir jetzt spielen, das nennt sich Meme-Raten. Und dafür sehen wir jetzt gleich hinter mir auf der Tafel ein Bild. Chris grinst schon. Ich glaube, ich befürchte, er kennt es. Damit hat er einen kleinen Vorteil, aber auch nur vielleicht. Die Frage ist, Flamingo, kennst du es? Hast du es schon mal gesehen? Nee, ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Es ist das erste Mal. Es schaut ein bisschen aus wie aus dem Metaverse raus. Ja. Ja, ein bisschen. Ja, das ist ein schön. Ja, wäre schön. Da würde ich gerne mit denen mit mich bewegen. Also es ist ein Still aus einem Musikvideo. Und die Frage, worum geht es in dem Text von diesem Video, von diesem Lied? Geht es A um Bauernhoftiere, B um Tanzschritte, C um Schulfächer oder D um Kleidungsstücke? Wer fängt an? Hast du eine Ahnung? Also ich würde natürlich zuerst sagen, die Tanzschritte, weil sie fast am Tanzen sind, aber das wäre tatsächlich zu naheliegend, denke ich. Deswegen sage ich mal, es geht um Schulfächer. Schulfächer, okay. Und Chris und Jessie? Der Mann weiß Bescheid, es ist C, Schulfächer. Ah, du kennst es? Ja. Okay, ja, es ist ein fantastisches Musikstück. Als ich das erste Mal gesehen habe, musste ich es mir die ganze Nacht anhören. Ich habe es bestimmt eine Stunde, mindestens 1-2 Stunden am Stück gehört. Deswegen will ich es euch nicht vorenthalten, hier kommt das Video. Englisch ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Englisch oder was? Turnen ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach, Turnen oder was? Einmal in der Woche Kunst und Musik. Zweimal in der Woche Geschichte und Deutsch. Dreimal in der Woche Mathe, Englisch, aber einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und siebenmal in der Woche. Es ist ein Burner. Der Hammer, echt. Ein Hitsong, ein Hitsong. Haben wir früher alle so gemacht, ne? Total, ja. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten Frage dazu. Nämlich, die lautet, jetzt ist wahrscheinlich Chris wieder ein bisschen im Vorteil, weil er es kennt, auf welchem Sender lief dieses Musikvideo? Wofür wurde es produziert? A, Super RTL, Arte, BBC oder für den Kinderkanal? Na, fangen wir mal mit euch an. Ja, also ich muss sagen, das Origin ist mir jetzt gar nicht so bekannt, aber also für Arte ist es, glaube ich, zu kulturell anspruchsvoll und Kinderkanal weiß ich nicht, ich glaube, die haben bessere Sachen produziert. Ich sage A, Super RTL.
Okay, Super RTL, eure Antwort. Und hätte ich tatsächlich auch gesagt, aber um es spannend zu machen, gehe ich auf den Kinderkanal. Kinderkanal. Gut, und die Auflösung ist beides falsch. Was? Es wurde für den BBC produziert. Die Sendung heißt Hallo aus Berlin und war zum Deutschlernen gedacht. Genau. Deswegen der englische Einschlag im Gesang. Ja. Darum ist Englisch auch das erste Lieblingsfach. Ja. Stimmt. Ja. Zusammen mit dem Goethe-Institut, muss ich an dieser Stelle noch sagen. Perfekt, das war die zweite Frage. Wow. Also nicht perfekt, weil ihr habt beide verloren. Aber ich dachte, du kennst dich aus. Dazu, ja, ich habe doch gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Okay, dritte Frage. Letzte Frage zu der Meme. Aus welchem Jahr stammt es? 1996, 99, 2002 oder 2012? Hier darf diesmal wieder Flamingos seine erste... Ich sage 1999. Okay, passt vom Stil zu dem Jahr? Würde ich sagen, ja. 96 oder 99, ich sage 99. Alles klar, dann ihr? Ich glaube, 96 ist zu früh. Und um es auch spannend zu machen, sage ich 2002. Hier habt ihr wieder beide falsch. Es war tatsächlich von 1996. Ja. Boah. Ganz früh schon so guten Geschmack bewiesen, wie sie hier. Aber dafür ist die Animation auch absolut der Hammer. Fun Fact dazu, ich habe alles dazu belesen, mich sehr dadurch gelesen. Das wurde von wirklichen Leuten dargestellt und dann mit so Animationen, CGI, was auch immer danach empfunden. So Motion Capture Kram oder was? Ja, krass. Genau. Ja. Da haben sie richtig Aufriss gemacht. Die BBC hat Geld, ne? Wann habt ihr das zum ersten Mal gesehen, das Video? Vor 2 Wochen. Seitdem, ich komme nicht drüber hinweg. Nee, ist schon, das Meme ist eigentlich schon wieder tot. Es wird gerade ein bisschen wiederbelebt. So, immer wenn ich Memes kennenlerne, kommt er mit, ja, das ist schon tot. Ja, ist late. Sorry. Aber besser spät als nie. Jetzt kennt ihr alle dieses gute Meme und habt aufgeholt im Meme-Wissen, auch wenn es schon tot ist. Gut, diese Sendung ist noch nicht tot, denn wir haben noch eine Runde, dritte Runde. Und diesmal spielen wir Weniger gewinnt. Wer diese Sendung kennt, kennt Weniger gewinnt. Hier geht es nicht darum, höher, schneller, weiter, sondern weniger ist mehr. Und ihr seht hier gleich eine Matrix mit 12 Feldern. Und ihr müsst mal euch überlegen, wo habt ihr weniger als eure Gegnerband oder Gegnerartist? Das ist vorher alles in mühevoller Kleinarbeit recherchiert worden. Wow, und es ist genau 6-6. Also 6 Feldern hat jeder von euch weniger jeweils. Also 6 Felder würde Flamingos gewinnen, 6 bei ihr. Und ihr müsst euch mal überlegen, nacheinander jeder 3 Felder, wo ihr denkt, ihr habt weniger als eure gegnerische Band. Ihr kennt euch zwar noch nicht so gut, aber vielleicht habt ihr schon eine Idee. Wow. Und wir fangen diesmal mal mit After the Riot an. Okay, wo wir weniger wo haben. Wo wir weniger haben. Haben wir Produkte auf Amazon? Ja. Ja? Ja. Durch den Release der EP haben wir Produkte auf Amazon. Das kann man da kaufen? Ja. Man kann unsere CDs auf Amazon kaufen. Also glaube ich. Also, weiß ich auch nicht. Glaube ich? Ich weiß es nicht. Genau, also Amazon-Produkte, dazu noch eine Sache. Das ist die erste Suchergebnisseite, die bei Amazon, wenn man euren Künstler euch eingibt. Aber natürlich auch Produkte, die zu euch gehören. Und wenigsten gesehenes Video auf YouTube heißt, das, was die wenigsten Views hat, meistgesehene, das, was die meisten Views hat. Jeweils. Also eure erste Wahl. Jetzt. Sozusagen weniger als die am wenigsten gesehenen von ihm, sodass unseres noch weniger hat. Genau. Also bei wenigsten. Das bei dem meistgesehenen, dass unseres weniger hat. Genau, aber euer meistgesehenes ist. Aber weniger als sein meistgesehenes hat, ja. Boah, das ist so schwer, das einzuschätzen. Entscheiden. Ihr habt 3 Versuche, also probiert. Zeit läuft. 3, 2, 1. Weniger was, wolltest du sagen? Weniger Instagram-Follower. Wir haben weniger Instagram-Follower. Okay, weniger Instagram-Follower. Wie viel habt ihr? Wisst ihr es aus dem Kopf? Nö. Knapp 500? Ich knapp 500, weißt du es? 1500 ungefähr. Ja, es ist richtig. Ihr freut euch, denn ihr habt weniger. Ihr habt gewonnen. Yes, wir haben weniger Follower. Mit weniger Followern gewonnen. Und jetzt ist Flamingos direkt dran. Okay, wo hast du weniger? Ich pick mir eins raus, wo ich mir vielleicht relativ sicher bin. Außer ihr habt keine Website, aber ich glaube schon. Und ich habe tatsächlich so einen One-Pager. Also deswegen glaube ich habe weniger Unterseiten auf meiner Website, außer ich habe euch mit dem Impressum oder so schon überholt.
sehr gut logisch erklärt, denn das ist richtig. Ihr habt tatsächlich, wisst ihr es aus dem Kopf? Sieben oder so? Ja, wir haben ein paar Unterseiten. Punkt für dich. Ich schreibe das hier alles mit. Und ihr seid wieder dran. So. Okay, wir wissen schon, dass er schon mehr Instagram-Follower hat. Mhm. Dann tippe ich mal auch, dass wir auch weniger YouTube-Abos haben. Weniger YouTube-Abos. Oder was sagst du? Wir haben auch nicht so viel. Haben wir? Ich wäre jetzt vielleicht auf die Views gegangen, aber ja, wir haben ein bisschen über 100. Ja, dann haben wir auch weniger YouTube-Abos. Okay, ihr habt sogar 160. Wie viel habt ihr? Hast du? 200. 207? 207. Dann habt ihr, ja, ich komme hier durcheinander. Ich hoffe, die Regie zählt mit. Wunderbar. Super, dann bist du schon wieder dran, Domingos. Ich glaube, ich habe weniger Spotify-Releases. Ihr habt gerade gesagt, ihr habt eine EP released. Das habe ich noch nicht tatsächlich. Ein paar Singles habe ich released, aber unter Flamingos noch nicht so viele. Die EP kommt ja jetzt erst. Deswegen glaube ich, ich habe weniger. Du hast weniger EPs, okay. Oder Spotify-Releases, ja. Also bei Spotify, alles, was bei Diskografie steht, also auch Singles, und da hast du tatsächlich mehr. Oh, okay. Bei dir stehen 5 und bei euch nur 2. Ja, schon, weil wir 2 EPs released, haben. Ja. Ah, und Single. Ich habe mal Single, okay. Ja. Okay, wir liegen vorn. Perfekt, also, leider kein Punkt diesmal für dich. Letzte Runde. Okay. Also, ich würde jetzt sagen, wir haben weniger YouTube-Views auf dem meistgesehenen Video, aber ich bin mir nicht sicher. Also nochmal zum Verständnis, das meistgesehene Video von uns hat weniger Views als sein meistgesehenes Video. Genau. Okay. Glaube ich auch. Ja, geht ihr? Ja. Meistgesehenes Video. Wisst ihr, wie viele Views ihr habt ungefähr? 4.000 oder so, ich weiß nicht. Ja, 4.500 ungefähr. Und du? Wow. Dein weitgesehenes ist übrigens bei euch Drowning in Distress. Und bei dir ist es Mitte 20. 9000, den Tipp kann ich geben. 8.000 oder 9.000? Ja, genau, über 9.000. Damit habt ihr gewonnen. Yay, wir haben wenig Reichweite. Nee. Ja, schön. Da müssen wir uns leider von dir verabschieden, Flamingos. Du hast leider verloren. Es war sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dass ihr extra Flamingos. Nicht nur für heute, ich weiß, aber hierher habt, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank und viel Spaß noch. Wunderschön. Ja, aber das Allerbeste, lauf noch nicht weg, denn jetzt kommt das Allerbeste. Stimmt. Noch. Wir hören noch ein Lied von dir. Ja, ihr hört den Song Zu ihr, der ist ganz neu, er kommt auch auf der EP. Er kommt auch raus, er ist noch nicht veröffentlicht. Heute Premiere, das erste Mal, und zwar mit Yannick an den Keys. Wir spielen eine Piano-Version Zu ihr. Vielen Dank und viel Spaß. Wunderbar. Dann kommt jetzt Musik. Küsse im Dunkeln befreit, Fernlichter, die am Stadtrand brennen, Kapuze auf, keiner, der uns kennt, noch eine Kippe und dann fährst du los. Ich frag dich immer wieder, ob sie's weiß, kein Drama, kein Fight. Ich weiß, dass ich nichts ändern kann, du willst nur zurück zu ihr. Das Hin und Her zerfetzt mich, Mann. Ich will dich nicht verlieren. Heimliche Blicke, egal wo wir sind. Wenn du ihr durch die Haare streichst, spür ich, wie du meine Lippe beißt. Ich weiß, du bist verliebt, das Kind, das Haus und sie. Ich will einfach nur schreien. Kein Drama, kein Fight, kein Ja und kein Nein. Es könnte so einfach sein, ich könnte es beenden, rede ich mir ein. Doch vielleicht gibt's ein Vielleicht, obwohl ich weiß, dass ich nichts ändern kann. Du willst nur zurück zu ihr, zu ihr. Das Hin und Her zerfetzt mich, Mann. Ich will dich nicht verlieren. Also bin ich allein im Bett. Vielleicht ist noch nicht zu spät. Will telefonieren, doch du bist bei ihr.
Ich weiß, dass ich nichts ändern kann. Du willst nur zurück zu ihr, zu ihr. Ich war ein Streuner, doch bei dir komm ich an. Wir haben viel davon geredet, wie es wäre, neu anzufangen. Ja, sie hat's alles, was ich dir nicht geben kann. Und trotzdem kommst du immer wieder bei mir an. Ich weiß, dass ich nichts ändern kann. Du willst nur zurück zu ihr. Das Hin und Her zerfetzt mich, Mann. Ich will dich nicht verlieren. Also bin ich allein im Bett. Vielleicht ist noch nicht zu spät. Will telefonieren, doch du bist bei ihr. Ich weiß, dass ich nichts ändern kann. Du willst nur zurück zu ihr, zu ihr. Dank. Das war Flamingos mit Zu ihr. Hört man auch auf seiner neuen EP, die erscheint im Sommer. Und ja, auf Wiedersehen. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja, und wir sind noch nicht fertig. Weil mega gut. Ja, und wir haben noch ein Spiel zu spielen. Ja, ihr habt noch nicht gewonnen. Ihr müsst noch gegen den Endgegner spielen, das bin ich. Und wir spielen Flamingo-Ring. Muss ich mit dem Flamingo-Ring? Genau, also ihr seht hier so Flamingos vor uns stehen und wir haben jeder 6 Ringe und hier läuft gleich der Timer ab, wieder 1 Minute Zeit, so viele Ringe wie möglich auf den anderen Flamingo zu werfen, jedoch nur die eigenen Ringe, wir dürfen die auch wieder aufheben und so weiter. Auch Augenringe? Oder? Nein, nur diese auflassbaren Luftringe. Genau, wir starten doch direkt, 1 Minute Zeit, fangen wir mal an und los. Was? Keine Ahnung, ob das klappt. Ich muss mich geschlagen geben. Ihr habt einfach gewonnen. Echt? Deswegen bekommt ihr einen Preis. Erschöpfend. Ja. Euer Preis ist ein Flamingo natürlich und Tattoos von der Berliner Künstlerin Rahel Bachem. Geil. Und ein Flamingo-Tattoo. Bitte schön. Vielen lieben Dank. Spaß damit. Ja, nice. Das werde ich mir gleich sofort drauf machen. Jetzt kommt das Highlight. Jetzt auch After the Riot natürlich ein Song von euch. Sleep Ill. Musik.
it too late. My knees are weak, my hands start to shake. Trembling lips mimic an earthquake. Dying of time for dreaming. My head stops me now from leaving. What am I seeking? Feelings are fleeting. I can't keep my mind away from cheating. Das war After the Riot mit Sleep Ill und das war der Supergraben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Da haben wir wieder wunderbare Gästinnen und Gäste zu Besuch. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.